Hallo und willkommen bei die Schatzmeisterin Podcast, deiner Quelle für Inspiration, Motivation und persönlicher Weiterentwicklung. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier in meinen Podcast gefunden hast und ich kann schon mal einen kleinen Spoiler Alert heute ja geben. Die heutige Folge, die wird ziemlich feurig. Also mit feurig meine ich jetzt vielleicht sogar provokativ. Es ist möglich, dass diese Folge einigen Menschen nicht so schmecken wird. Es ist auch möglich, dass vielleicht, das wäre mir am liebsten, ganz viele jetzt hier zum Nachdenken angeregt werden und offenheit neugier ähm, ja diese wesenszüge diese eigenschaften die sind so so wichtig und ich hoffe dass du heute an diesem podcast mit ja mit großer offenheit mit auch vielleicht großem verständnis bzw. dem verstehen wollen rangehst denn es wird den allermeisten und ich glaube, da liege ich richtig. Ähm, einiges abverlangen. Es sind neue Erkenntnisse, die hier teilweise ins Spiel kommen. Deshalb bleib bitte unbedingt bis zum Schluss dran, auch wenn du dich während, ich sag mal, während dem Podcast vielleicht, vielleicht kommen wir auch gleich in den nächsten Minuten schon dazu, vielleicht manchmal auch so ein bisschen schon reibst und sagst: Oh, also das, ähm, das löst in mir jetzt Widerstand aus, das, ähm, das ist so gar nicht meins. Das ist überhaupt nicht meine Meinung, Das ist überhaupt nicht mein ja mein Weltbild. Aber bitte bleibt dabei und ich möchte dich jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, um was es geht. Und zwar ich bin ähm, momentan ja in Kopenhagen. Diese Folge wird natürlich ähm, erst ein bis zwei Monate circa nach meinem Aufenthalt hier online gehen aber ja kopenhagen ähm, vielleicht kennst du noch die ich sag mal die kopenhagen aufenthalte wo es ja um das thema hücke ging und äh, diesmal ist mein aufenthalt schon zum teil auch ich sag mal privat aber auch ich sag mal beruflich dieses mal und ähm, ich werde hier eine sehr, sehr interessante Frau treffen, eine Frau, die auch ein Buch geschrieben hat. Und zwar ist das Pia Callesen. Und Pia Callesen ist eine dänische Autorin. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und beschäftigt sich hauptsächlich ähm, mit der metakognitiven Therapie. Und damit du vielleicht mal weißt, um was es jetzt hier gleich gehen wird, springe ich jetzt auch gleich schon. Jetzt muss ich es nur kurz finden hier in ihr Buch, das sie geschrieben hat hinein und zwar heißt das Lebe mehr, grüble weniger. Mit klarem Kopf Niedergeschlagenheit und Depression loswerden. Ja, und ich glaube, jetzt denkst du dir so, okay, wo wo ist da denn bitte das Problem? Also gegen Niedergeschlagenheit und Depression, wenn da jemand eine Lösung hat, dann, ja, dann ist das ja wirklich eine gute Sache, eine tolle Sache. Es ist vielversprechend, ganz viele Menschen werden davon profitieren. Aber ich lese dir gleich mal hier die, ja, ich habe es hier auf meinem iPad, die erste Seite vor. Ähm, zu dem ersten Kapitel aus Ihrem Buch. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, denn ich nehme jetzt schon mal vorweg, dass ich diese Meinung, diesen Ansatz, es ist keine Meinung, es ist ein Ansatz, dass ich den komplett, komplett zu 100 Prozent für mich auch übernehme und dass ich damit absolut einig gehe. Okay hier also der Auszug aus ihrem Buch. Ich wage es gleich zu beginnen, dich mit einer Behauptung zu provozieren. Wir werden nicht von einer Depression überfallen. Die kommt nicht von außen. Wir provozieren sie selbst. Darum können wir sie auch selbst bekämpfen, wenn wir das wollen. Wir können die Kontrolle zurückgewinnen müssen nicht den depressiven Gedanken die Kontrolle über uns überlassen. Es wird dir vielleicht schwer fallen, meine Behauptung anzunehmen. Die meisten von uns haben gelernt, dass eine Depression ein Zustand ist, der uns aufgrund einer emotionalen Krise oder eines chemischen Ungleichgewichts im Gehirn aus der Bahn wirft. Mit dieser Annahme geht die Überzeugung einher, dass wir keine Chancen haben, eine Depression zu vermeiden. Das wird es nicht beeinflussen können, dass wir von einer Depression heimgesucht werden können, wenn die Umstände entsprechend sind, und zwar ganz unabhängig von unserem Verhalten. Es handelt sich dabei um eine fast schon einbetonierte Überzeugung. Aber neueste Forschungen zeigen, dass es sich ganz anders verhält. Ja. Mich würde sehr, sehr interessieren, was du jetzt denkst. Bist du genauso provoziert, wie Pia Callison, die Autorin, das vorhergesehen hat? Oder sagst du dir sogar: Hm, interessanter Ansatz. Ähm, da müsste ich mal vielleicht das Buch lesen, um mir dann wirklich ein Bild machen zu können? Oder bist du vielleicht sogar. Ja, so ein bisschen wie es bei mir eigentlich schon immer war, ähm, dass du dir sagst, okay, ich habe da schon mal über diese Themen nachgedacht und bin schon zu der Einsicht gekommen, beziehungsweise zu der, zu der Meinung, dass sich wirklich ganz, ganz viele Menschen hinter den verschiedensten Diagnosen verstecken. Und das können jetzt, also wenn wir jetzt mal von dem ganzen psychischen und mentalen Geschichten weggehen, ähm, kann sich das tatsächlich auch auf, ja, auf andere Diagnosen oder andere Trendwörter, ähm, Trendzustände sozusagen. Also äh, ich finde eine Sache, die uns auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig begegnet ist, also mir zumindest, ist das Wort Trauma und also es scheint so dass dass jeder jetzt irgendwie ein trauma hat und mit, mit diesem trauma mit diesem psychologischen phänomen sage ich jetzt mal oder zustand da ja da ist jetzt ja nicht gemeint ein trauma ähm, wegen eines unfalls oder dergleichen sondern da wird ja immer von diesem frühkindlichen Zustand, Trauma sozusagen gesprochen, den wir selbst gar nicht so mitkriegen. Und ich bin da zum Teil gespalten. Also ich sage, ja, das, das kann schon kann schon möglich sein, was aber gleichzeitig mein Ansatz ist. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass du mir da ein bisschen folgen kannst, ist vor allem dass dass diese, ich sag mal, diese Menschen, es sind verschiedene Therapeuten, Coaches, Autoren und so weiter, die sich damit ähm, beschäftigen und das zu ihrem, ja, Haupt, ich sag mal, Hauptzweck, Hauptbusiness vielleicht gemacht haben, dass die in meinen Augen viel zu lange in der Vergangenheit verharren und dieses lange in der Vergangenheit alles aufarbeiten, das ist eine Sache, die finde ich nicht gut. Das ist eine Sache, die, die kann man auf jeden Fall abkürzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht irgendwie ahnst, ja, bei dir ähm, ja wir haben alle so unser Päckchen zu tragen, sage ich mal. Also wir alle hatten vielleicht ja nicht so die perfektesten Eltern oder wir alle hatten ähm, irgendwelche Dinge erlebt in unserer Kindheit oder in der Teenagerzeit, mit Freunden, ähm, ja vielleicht irgendwie ähm, Gruppenzwangssituation oder sonstiges, das uns so ein bisschen, ich sag mal, geprägt und geformt hat, aber ja, ich glaube, viele von uns haben das gut überwunden. Und wenn diese, dieses Manko, diese, ja, diese Wunden noch bei uns sind, dann würde ich sagen, ran an den Speck sozusagen. Ähm, gerne aufarbeiten gerne mal in die Vergangenheit zurückschauen und sagen, okay, also jetzt stelle ich mich dem Problem, jetzt will ich endlich mal Bescheid wissen, ähm, warum habe ich denn immer wieder Probleme ähm, im zwischenmenschlichen Bereich, vielleicht mit Freundinnen, dass du sagst hier... Ähm, Du hast irgendwie, du ziehst immer Menschen an, die, die vielleicht nicht so gut für dich sind. Oder vielleicht in der Partnerschaft. Oder vielleicht bist du generell irgendwie, ja, überfordert von deinem Alltag, von all den Aufgaben. Vielleicht, ja, bist du auch öfter mal am Grübeln bekommst einfach immer so mal Kopfkino und kannst diesen Film einfach nicht abschalten, bist also nicht selbst der Regisseur, ähm, sondern sitzt eigentlich wie ein Kinobesucher in einem falschen Film, kannst aber nicht aufstehen und nicht einfach die Vorstellung verlassen, sondern ganz im Gegenteil, du kannst nicht mal deine Augen schließen sondern du musst sie offen lassen die ganze Zeit, als, als wäre es wie verhext und dieser Film, der läuft und läuft und läuft und du kannst es einfach nicht abstellen. Und das kann, wie gesagt, kann dein Zweifeln, dein Grübeln sein. Das kann sich dann tatsächlich auch in so eine Art, ja, in... Depressive Verhaltensmuster bzw. depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen. Also es gibt da die verschiedensten Symptome, die wir uns da irgendwie selbst hinzimmern. Aber ja, das, das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Und ich finde dieses Buch total spannend. Und ja, es bezieht sich jetzt natürlich viel auf Depressionen, aber es ist, ich glaube, wir alle haben ja mal irgendwie an Dingen zu knabbern. Und ich sage ja sogar, dass... Ja, dass wir alle unsere, unsere Gedanken können wir selbst formen. Also, äh, ich hatte dazu ja auch schon auf YouTube verschiedenste Videos gemacht, auch auf Instagram Reels. Ähm, ich gehe da jetzt ja regelmäßig live, also sei da auch gerne mal dabei. Und ja, versuch deine alten Glaubenssätze oder ja, vielleicht sogar festgefahrene Muster, die du so, ja, wo du einfach so fixiert bist, also wo du so, du bist da richtig unfrei, weil du von allen möglichen Seiten vielleicht aus deinem bekannten Verwandtenkreis ähm, das so mitgenommen hast und jetzt so, ja, so verinnerlicht hast für dich, dass du da einfach unfrei bist und gar nicht mehr fähig. Ich sag mal klar zu denken oder für dich selbst zu denken. Also einfach mal zu sagen: hey, ähm, stimmt es alles, was ich da so erlebt habe, was ich da so gehört habe von den anderen, Was, was mir vielleicht, wenn es ganz, ganz tief liegt, was mir vielleicht meine Eltern da. Also ähm, ist es alles so wahr? Also ganz wichtig, sich immer wieder Fragen stellen und vor allem offen sein und neugierig. Und wie gesagt, ich glaube, dass ganz, ganz viele sich hinter verschiedensten Diagnosen verstecken. Und es ist eigentlich relativ schnell auch zu widerlegen, das ganze Thema. Und zwar vielleicht... Kennst du ja, es gibt ja eine berühmte Metapher von, ja, von Zwillingen, von Brüdern und die sind beide in einer ganz, ganz schlimmen Familie aufgewachsen. Also der Vater war gewalttätig und Alkoholiker, äh, die Mutter ist früh verstorben. Ähm, ja, wollen wir nicht in die Details gehen, man kann sich vorstellen, was da alles so abgelaufen ist. Und ja, ungefähr. 30, 40 Jahre später treffen die beiden sich ähm, in einer Fernsehshow, äh, haben sich sehr, sehr lange nicht gesehen. Die Wege sind auseinandergegangen und ja, der eine Bruder, wie gesagt Zwilling, Zwillinge, ähm, ja ist ist heute auch genau wie der Vater Alkoholiker. Ähm, kam gerade aus dem Gefängnis wieder wegen irgendwelchen Dingen, Betrug, was auch immer. Und der andere Bruder ist erfolgreicher Anwalt, hat eine tolle Familie mit zwei Kindern, ist mega glücklich, erfolgreich, ein durch, durchweg zufriedener Mensch. Und der, der Fernsehmoderator dieser Sendung interviewt die beiden und, und fragt beide unabhängig voneinander, also da waren die nicht im selben Raum, wie kommt es, dass, dass das aus ihnen geworden ist? Und was glaubst du, was, was beide geantwortet haben? Die haben tatsächlich beide dasselbe geantwortet. Und diese Antwort lautete, was soll schon aus jemandem werden? der in so einer Familie groß geworden ist. Tja, der eine hat sich sozusagen selbst zerstört, hat, ja, hat sich durch die Situation so sehr klein gemacht und hat es einfach verbockt. Und der andere... Ist wie ein Phönix aus der Asche. Einfach, ja, in den Himmel geflogen und hat ein großes Feuerwerk veranstaltet bis heute und top, erfolgreich, glücklich, zwei tolle Kinder, alles tippitoppi in Ordnung. Ja. Und jetzt frage ich dich nochmal, wenn du bis jetzt da bist, dann herzlichen Glückwunsch. Du musst natürlich hier das, was ich sage, überhaupt nicht übernehmen, aber denk einfach mal drüber nach und guck mal, wie es bei dir so ist. Guck mal, wie es in deinem Leben so ist. Und ich finde, um zu sehen, wie das bei uns so ist, dazu braucht es Ehrlichkeit. Und ich weiß, ich habe wahrscheinlich in den letzten Podcasts sehr, sehr oft das Wort, sei ehrlich zu dir selbst gepredigt. Also es war ja fast schon mantraartig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich muss mir das immer noch predigen, sage ich mal auf eine Art. Also ich glaube, ich bin schon relativ gut darin, ehrlich zu sein. Aber es ist teilweise wirklich so, so unglaublich. Wie, wie tief manche Muster sitzen. Und auch wenn ich es mir noch so vorgenommen habe und tatsächlich 99 oder 95 Prozent der Zeit schaffe ich alles so, wie ich mir das vorstelle, es, es kommen immer noch diese 5 Prozent durch. Diese 5 Prozent, wo ich auch zweifle, wo ich, ja, wo das Kopfkino einfach mal anspringt. Einfach mal so. Und ich kann das auch nicht immer ausschalten. Aber ich weiß natürlich, das ist eine Momentaufnahme. Ich versuche diese Intervalle, dieses Kopfkino immer wieder noch ein Stück kürzer zu gestalten für mich. Ähm, ideal ist natürlich, wenn das gar nicht mehr passiert. Bin sehr gespannt, ob das irgendwann mal dazu kommt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und dazu gehört es dann auch mal, keine Ausreden zu haben, keine Ausreden zu erfinden. Also nicht zu sagen, hey, ich weiß, Sport wäre jetzt viel, viel besser für mich oder dass ich das jetzt nicht esse oder nicht meinen zweiten oder dritten oder weiß ich nicht wie vielten Kaffee heute trinke. Es ähm, wäre viel, viel besser, aber ach, das, das mache ich morgen. Jetzt. Ja, jetzt schiebe ich es wieder auf. Das, bis jetzt hat es ja wieder gut geklappt. Ähm, ist, ist nichts passiert. Ja. Wenn, wenn das heute so ist, warum, warum soll es sich dann morgen ändern? Und wenn ich uns alle bitte, ehrlich zu uns selbst zu sein, und wie gesagt, ich schließe mich da komplett, ich nehme mich da komplett mit rein, dann ist es so, dass wir uns auch immer fragen müssen was ist denn der der wahre Grund warum ich irgendwelche ungelösten Probleme habe was ist der wahre Grund und wenn du dich jetzt da irgendwie in irgendeinem Bereich in deinem Leben angesprochen fühlst dann frag dich das wirklich und Nimm dir da auch Zeit für dich und ähm, versuch dich mal wirklich darauf zu konzentrieren, weil ich glaube, dass wir alle, ja, wir haben alle eine sehr, sehr gute Intuition. Wir müssen die nur wieder so ein bisschen wachkitzeln. Aber frag dich wirklich, was ist denn der wahre Grund? Worum geht es denn da eigentlich bei dir? Also. Warum hast du denn Spannungen in deiner Beziehung? Warum hast du denn deine Finanzen vielleicht nicht im Griff? Warum fällt es dir so schwer, Entscheidungen zu treffen? Also stell dir die Frage, die für dich, für deinen momentanen Zustand wichtig ist. Oder frag dich mal, warum habe ich denn Depression? Warum fühle ich mich depressiv? Das ist, ein, ist auf eine Art ein Warnsignal von deinem Körper. Es ist ein Warnsignal, das du aber nicht in deine Identität übernehmen darfst. Du darfst nicht sagen, ich bin depressiv oder ich. Ich habe Depression, weil in diesem Moment entscheidest du dich aktiv dafür, diese Rolle, dieses Label zu übernehmen. Und jetzt schließt sich auch der Kreis zum Anfang des Podcasts, wo ich ja gesagt habe, dass ganz, ganz viele Menschen sich hinter Diagnosen verstecken. Und es ist so, so schlimm, dass es... Ja, dass, dass wir Menschen irgendwie immer, keiner möchte so wirklich in einer Schublade sein, aber irgendwie stecken wir uns dann selbst immer in eine Schublade und sagen, ja, ich, ich habe Depression oder ich, ähm, ich habe HSP, ich bin hochsensibel. Oder ich, ja, ich bin, ich bin Burnout gefährdet. Ich habe einen Burnout. Ja, ich streite nicht ab, dass all diese Dinge, dass, dass das dann nicht der Momentzustand, dass das dieser Ist-Zustand jetzt gerade in dem Moment ist und dass das ein Gefühl ist und sogar ein Warnsignal, das uns unsere Psyche, unsere körperliche Empfindung teilweise auch gibt. Aber du musst immer differenzieren, wie lange willst du diesen Zustand jetzt beibehalten? Okay, du weißt jetzt also, ähm, du hast jetzt da ein Wort für dich, du hast jetzt da eine Schublade, ein Label für dich gefunden. Und da steht jetzt drauf, ähm, ja, zum Beispiel jetzt, um nochmal hier bei dem Podcast, bei dem tollen Buch und äh, unserem Thema zu bleiben: ich, ich bin depressiv oder ich habe Depressionen. Es ist absolut so, dass das existiert. Es ist ein Wort, das einen Zustand beschreibt. Aber das bist du dann nicht für immer. Und das musst du auch nicht für eine sehr, sehr lange Zeit sein. In den meisten Fällen, wenn man dann in eine Therapie geht und so weiter, dann nimmt man sich ja raus. Man wird dann vom Arzt irgendwie rausgenommen, aus dem Arbeitsalltag. Ähm, plötzlich kommen Routinen ins Leben, man macht regelmäßig Sport, ernährt sich vielleicht gesünder, geht nicht so viel Arbeiten. Aber dann ist es dran, jetzt nicht nur diese Pause zu machen und dann wieder das Leben genauso anzufangen, wie es vor dieser ganzen Pause war, sondern in der Zeit wirklich mal zu gucken: ja, was, was war denn das, dass das alles ausgelöst hat? Also, was muss ich verändern, damit es nicht noch mal passiert? Denn das ist ja immer ein Zustand, den, den ja niemand so möchte, der niemandem gut tut. Und dann schaust du einfach und wenn du glaubst oder denkst, es sind vergangene Ereignisse, es sind irgendwelche Dinge passiert, Du hast irgendwas gehört, kann auch frühkindlich sein, kann aus deiner Teenagerzeit sein, ja, wenn, das, wenn du das so denkst, dann gerne. Geh in die Vergangenheit. Wir können das auch zusammen machen. Also ich bin zertifizierter Mentalcoach. Ich ähm, gehe gerne auf diese Reise mit dir. Du kannst es natürlich auch alleine probieren, überhaupt kein Thema. Du kannst auch andere Wege wählen. Erstmal noch. Bücher lesen, Videos gucken, Inspiration dir holen, Podcasts und, und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Probier es entweder alleine und wenn du es nicht schaffst, ähm, ja, such dir jemanden, such dir Hilfe. Aber kümmere dich um dieses Problem, wenn du es schon seit Monaten oder Jahren nicht hinbekommst dann frag dich jetzt wirklich mal, was ist denn der wahre Grund, dass du das nicht hinbekommst? Und da sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit, da sind wir wieder beim Thema Ausreden. Ähm, ja, hörst du dich, hörst du deine innere Stimme in dir immer mal sagen, ach ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich morgen beginnen ähm, mit Sport, mit besserer Ernährung. Ich wollte, wer ja, weiß, vielleicht sagst du dir, ich möchte ein neues Leben anfangen, ich möchte umziehen, ich möchte einen neuen Job, ich ähm, möchte entweder jetzt den Partner fürs Leben finden oder den Partner, mit dem du vielleicht zusammen bist, wo du sagst, hey, der tut mir nicht gut, das ist eine toxische Beziehung oder irgend sowas. Ja, aber ähm, und ich mag eigentlich nicht dieses... Ja, aber, aber jetzt muss ich so sagen, ja, aber warum bist du denn dann noch dort? Hat's mit der Ehrlichkeit zu dir selbst zu tun? Mit Ausreden? Mit Aufschieberitis? Hm. Stell dir mal diese Fragen. Beziehungsweise sei mal ganz ehrlich zu dir selbst und und merkt das auch aktiv, immer wenn das, ja, das ist so unsere innere Stimme, das ist dieses, also und das ist keine jetzt intuitiv positive innere Stimme, sondern das ist diese, ja, ich sage immer die, meine innere Stimme, die nenne ich Frau Rednet, die Frau Rednet, die rettet so viel, da, da wäre ich manchmal ganz schön wirr im Kopf. Wenn ich die reden lassen würde, also sobald die dir irgendetwas sagt, das nicht mit deinem Plan, mit deinem Weg, den du jetzt gehen möchtest, wenn dieser Weg durchkreuzt wird durch eine Ausrede, durch Ausflüchte, durch wir verschieben es auf morgen, ach nee, Ach, das ging nicht. Das Wetter war so dies und das. Ich, ich habe einen Schnupfen. Ich habe, weiß ich nicht. Ich habe völlige Gefühle. Ich war zu müde. Also über Müdigkeit da ähm, mache ich auch noch mal dem nächsten Podcast. Das ist ein super interessantes Thema. Aber ja, bist du energielos? Was, was war denn das Problem? Und ja, ich kann dich wirklich nur dazu motivieren. Ich kann versuchen, dich hier mit diesen Podcasts, mit meinen Videos, mit allem zu inspirieren, endlich ins Tun zu kommen. Und was aber, glaube ich, noch viel, viel wichtiger ist, als also was die Stufe vor dem ins Tun kommen und machen, ähm, ist tatsächlich das Thema Ehrlichkeit. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und wir müssen erkennen, wenn wir nicht von der Stelle kommen, wenn wir immer wieder dasselbe machen und das immer wieder dasselbe Ergebnis produziert, das wir nicht wollen, ja, ist ganz klar, dann ist unsere Lösung das Problem. Das heißt, unsere Strategie, das, was wir uns so... Ja, auf die Fahne geschrieben haben und was wir immer wieder wiederholen, funktioniert nicht. Das ist das Problem. Es braucht jetzt eine andere Lösung. Und ich weiß, wenn wir ehrlich zu uns sind, ganz tief in uns, da steckt die Lösung, wir wissen das. Also was ist, was ist der wahre Grund für XY? Da kannst du jetzt gerne hier deinen... Dein Manko, dein Problem, deine Schwierigkeit, deine Herausforderung. All diese Dinge, die dir Kopfzerbrechen bereiten, die darfst du da jetzt einfügen. Was ist der wahre Grund für? Ich wäre sehr gespannt, was du da so für Gedanken hast, was du da so jetzt in das Punkt, Punkt, Punkt was du da eingefügt hast und vor allem, was du antwortest. Denn wenn du die wahre Antwort dann hast, dann weiß ich, dass ich das alles zum Guten wenden kann. So war es auch bei mir. Ich musste auch erst richtig, wahrhaftig, ehrlich zu mir selbst sein und mich nicht hinter, ja, es läuft ja schon ganz gut, verstecken. Nee, es ist alles schon so auf dem besten Weg. Hm. Aber das war nicht so der Weg, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Also, wenn du Hilfe brauchst, sehr, sehr gerne, ich ähm, würde gerne mit dir zusammenarbeiten und wenn nicht, lies sehr, sehr gerne auch dieses Buch von Pia Callison. Ich weiß, es ist vielleicht, wenn du jetzt nach diesem Podcast vielleicht ein bisschen mehr verstehst, wo ich herkomme, wo, wo Pia herkommt. Ähm, wie gesagt, sie ist ähm, Psychologin, promoviert das war ähm, ein Teil ihrer, ihrer Promotion, war dieses Thema aufzudecken. Und es gibt Forschungsergebnisse, die sagen, äh, ja, du selbst hast die Macht. Du selbst bestimmst, welche Traumen, welche, welches Trauma, welche... Welche Depression, welchen Burnout, welchen Zustand du hast, du selbst hast die Macht. Du selbst hast aber auch die Macht, das zu verändern. Und das ist das Wunderbare. Ja, ich hoffe, dieser Podcast, na, irgendwie war es schon mal was Interessantes so. War jetzt mal eine harte Nuss zur Abwechslung, aber ich glaube, das muss auch mal sein. Ähm, wenn du mich kennst, weißt du, es ist hier eigentlich die meiste Zeit sehr, sehr, glaube ich, fröhlich, motivierend, ähm, sehr positiv. Aber ich glaube, ab und an braucht es dann doch auch mal ein bisschen Klartext. Ähm, ja, Klartext muss sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut und lass es auch zu. Und selbst wenn du Feedback bekommst von, von Leuten, äh, Kritik bekommst, Kritik ist eigentlich immer Feedback, dann nimm es nicht persönlich, mach das Beste draus und schau immer, was ist denn, was ist denn das Beste für dich? Genau. Ja. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunder, wunderschönen Tag. Freue mich, dass du hier heute dabei warst bei diesem Podcast. Ich weiß, es war ein bisschen eine harte Nuss, aber wie gesagt, ich finde es auch gut und es muss auch ab und an so sein. Deshalb, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge. Ähm, da kommt auf jeden Fall noch was zur Müdigkeit und auch zu meinem, ja, wie nenne ich es, meinem neuen Projekt. Vielleicht hast du schon davon gehört. Ich habe es teilweise auch schon in den YouTube-Videos erwähnt. Ich mache jetzt auch Lives dazu. Ähm, ich habe einen ganz, ganz neuen Ansatz, eine ganz, ganz revolutionäre neue Methode, etwas wirklich Bahnbrechendes gefunden, das dir tatsächlich helfen kann in deinem Leben. Es ja da ich fange jetzt gar nicht damit an, weil das wäre dann eine komplette Folge. Äh, dann ja, dann wird die Folge hier zu lang. Deshalb schalt sehr, sehr gerne in der nächsten Folge ein. Da werde ich dann erzählen, um was es geht. Ähm, es steckt jetzt noch in den Endzügen, in der Projekt. Endphase, deshalb möchte ich es noch gar nicht so, aber ich weiß ja, dass dieser Podcast ein bis zwei Monate später, also da wird das alles schon gelauncht sein, dass das da kommt und ich kann nur sagen, um vielleicht schon mal ein bisschen zu spoilern, es geht um unsere Schatzkerne, um unsere Wesenskerne, um unsere Wesensanteile und ich hoffe, das hat dich jetzt neugierig gemacht. Ja, freue dich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, bin total happy. Bin ja, ich kann, ich es eigentlich kaum abwarten. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt in der Zeit hier auch in Kopenhagen noch mal den Podcast dazu aufnehmen und ja, freue mich wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. So, hab einen wunderschönen wunder Tag. Ciao, ciao.